Bei der Abklärung von Allergien ist es ganz wichtig, dass man den Patienten sehr genau befragt. Bei Tests, wo man Extrakt verwendet, zum Beispiel eine Pollen oder ein Nahrungsmittel, tut man das auf die Haut oder im Blut und sucht dann die Eiweiße, die die Allergie vermitteln, nachzuweisen. Heute haben wir noch die Möglichkeit der molekularen Allergiediagnose. Das ist sehr eine präzise Art, um die einzelnen Eiweiße festzustellen, die die Allergie auslösen. Sie können sich das so vorstellen. Das ist ein Fruchtsaft, das wäre ein Extrakt. Da sieht man eine Farbe, aber nicht genau, was drinnen ist. Und bei der molekularen Allergiediagnose, da sieht man die einzelnen Teile, da jetzt die Früchte drin. Und plötzlich merkt man, dass zum Beispiel jetzt da der Apfel das Wichtigste ist von dem Fruchtsaft. Und so können wir mit dem Nachweis von diesen Eiweiß sehr genau Rückschlüsse ziehen, was für den Patienten für seine Allergie am wichtigsten ist. Und manchmal sieht man sogar, aufgrund von was die Allergie entstanden ist. Leute, die Allergien haben oder die Kinder haben mit Allergien haben, sind jederzeit herzlich willkommen, sich bei uns zu informieren, beim Allergiezentrum Schweiz in Bern. Wir sind über das Beratungstelefon erreichbar, man kann bei uns auf die Website, man kann bei uns Broschüren bestellen, man kann bei uns Schulungen besuchen, man kann in Kurs kommen, man kann in Ferienlager gehen als Kind. Da steht eine grosse Palette von Dienstleistungen zur Verfügung und die sind unentgeltlich, weil AHA, Allergiezentrum Schweiz, ist eine Stiftung und das ist unser Sinn und Zweck. Man kann sich über eine App laufend informieren darüber, was für Pollen in der Luft sind und kann sein Leben dann auch entsprechend einrichten, dass man möglichst wenig Symptome hat. Wenn Eltern eine Allergie haben, haben sie ein höheres Risiko, dass ihr Kind auch eine Allergie hat. Das weiss man heute. Man kann aber auch gewisse Sachen machen, um das Allergierisiko vom Kind zu vermindern. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass man dann nicht raucht während der Schwangerschaft oder während der Zeit, als das Kind klein ist. Dass man das Kind möglichst lange stillen als Mutter. Dass man auch sonst die Ernährung entsprechend anpasst. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, die definitiv einen Effekt haben. Wenn Kinder Allergien haben, dann empfehlen wir den Eltern, das unbedingt abzuklären und zu schauen, ob man dagegen vorgehen müsste. Eine Allergie kann man in dem Sinn nicht heilen. Aber man kann die Symptome lindern von einer Allergie oder man kann sie auch relativ ursächlich bekämpfen. Und man kann auch als Erwachsener kann man mit der Zeit eben dieser Allergie Herr werden. Man sollte die Immuntherapie, wenn es möglich ist, den Medikamenten gegenüber vorziehen, weil die Immuntherapie eben an die Ursachen der allergischen Reaktion geht. Die spezifische Immuntherapie wirkt vom Prinzip her wie eine Impfung. Es ist so, dass das Immunsystem die Eiweiße in den Pollen als allergiebewirkende Stoffe erkennt beim Allergiker und man mit der Immuntherapie, mit diesen Impfungen bewirkt, dass nachher das Immunsystem von der gleichen Person die Stoffe eben wie Viren und Bakterien einfach abwehrt. Die Immuntherapie wird konkret auf zwei verschiedene Arten durchgeführt. Die eine besteht aus Spritzen oder dann Tabletten oder Tropfen unter der Zunge. Kinder können auch spezifische Immuntherapie bekommen. Sie eignen sich besonders gut dafür, weil man so die Allergiekarriere vorbeugen kann. Die Allergiekarriere führt vom Heupfnüssel zum Asthma und das kann man unter Umständen so verhindern. Wie bei jeder medizinischen Behandlung können auch bei der allergenen Immuntherapie Nebenwirkungen auftreten. Die sind aber in der überwältigenden Mehrheit mild und können mit einem einfachen Antihistaminikum behandelt werden. Bei 4 von 5 behandelten Patienten führt die Immuntherapie zu einer deutlichen Verbesserung oder einem Verschwinden der allergischen Beschwerden.